Freitagabend hatte ich eine Idee gehabt, eine App zu machen. Und unsere App heißt Sounds Net. Ja, und Lisa würde es erklären, worum es genau geht. Also, wir wollten eine Social Media App machen und wir haben uns überlegt, was es noch nicht so bekannt auf Apps wie WhatsApp oder Snapchat, die jeder, so gut wie jeder, täglich nutzt. Und dann hatte ich die Idee, dass Geräusche, also Sounds, gar nicht so oft verwendet werden. Und das fand ich sehr schade, denn ein Geräusch kann schon sehr viel aussagen und man versteht es überall. Wenn man Hunger hat, so ein Magenknurren, versteht man in China, in Brasilien, als auch in Österreich. Und deswegen wollten wir eine App dazu machen, die dieses Feature sehr stark benutzt. Und was genau es darum jetzt geht, das erklärt uns die liebe Sarah. Danke. Also unsere App, man kann sie sich eigentlich vorstellen wie eine Art WhatsApp. Nur auf WhatsApp, da schreibt man ein bisschen was, hängt vielleicht ein paar Emojis dran. Die primäre Kommunikationsmethode auf unserer App ist halt eben Sound. Und apropos Sound. Dankeschön. Ja, für die App. Ich war dafür zuständig, dass ich die Tonaufnahme zu machen. Und da gibt es ein paar Schreien und Weinen. Und so, das habe ich selber aufgenommen. Und jetzt würde die Christoph erzählen, die Programmierer. Ich war der Programmierer. Ich habe programmiert in Android Studio, aber auch programmiert hat der Yusuf, der jetzt auf die Bühne kommt. Danke, Christoph. Also ich war primär für die Netzwerkstruktur verantwortlich. Ein Feature, das unsere App hat, was auch mit dem vorherigen Thema, mit Datenschutz zusammenläuft, ist, dass es dezentralisiert ist. Das heißt, es gibt keinen zentralen Server. Die Geräte arbeiten untereinander und wir sind nicht von einem Dritten abhängig. Ich habe in Java programmiert, wie diese Kommunikation funktioniert. Und ich habe auch in der Entwicklung mit Christoph und Taleb zusammen die App programmiert. Neben dem Programmieren ist aber auch noch sehr wichtig das Design der App. Dafür waren Lisa und Sarah zuständig. Ja, also unser Aufgabenbereich war, dass die App so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Ja, also für die Farben und für die verschiedenen Logos und Icons haben wir designt. Und natürlich, was man auch dazu braucht, ist, also wer auch ein großer Teil war unserer Gruppe, war der liebe Leon. Er hat die Webseite gemacht, dass man sich die App auch im Internet runterladen kann. Und er hat auch die Profile designt, die wir vorgegeben haben. Er wollte nicht auf die Bühne, das ich sehr korrekt finde, denn er legt sehr großen Wert auf seinen Datenschutz. Und wie die App jetzt im Detail funktioniert, erklärt uns nochmal die liebe Sarah. Ja, ich habe die große Ehre dazu bekommen. Also, natürlich, wenn man jetzt die App aufmacht, sieht es nicht so besonders aus. Ein weißer Bildschirm, würde man sich wahrscheinlich denken, wie lange kann das dauern? Die Antwort ist sehr lang, Android zu programmieren ist schwer. aber wenn man jetzt hier oben mal auf diesen wunderbaren Suchbutton drückt, dann sieht man schon, kommt jetzt ein wunderbarer Sound und die App zeigt dir die Leute an in der Nähe. Man geht dann auf irgendeinen Chat, die liebe Lisa nehmen wir mal, dran und sehen dann sofort, wie in WhatsApp, den Chatverlauf. Und dann denkt man sich natürlich, was ist das für ein Playbutton? Und zwar, da muss man den Kontext erklären. Lisa fragt, wollen wir uns treffen? Weil sie Hunger hat. Ich weiß, das ist ein sehr akkurater Sound. Ich schicke eine Nachricht mit, was war es nochmal? Indischer Musik, sorry. Und ein Fragezeichen mit, so unser Motto, ist mal indisch. Sie antwortet. Yay! Und schickt dann, als ich beim Restaurant angekommen bin, eine Nachricht. Ich bin da. Ding dong. Jetzt aber ist sie noch, jetzt kommt sie aber nicht. Sie hat wahrscheinlich einen Bus verpasst oder irgendetwas, deshalb schreibe ich jetzt einfach eine Nachricht. Und wähle den Sound dazu aus. Schick sie ab, wie in WhatsApp. Uh-uh.
Und ja, das ist eigentlich das Grundprinzip von unserer App. Noch eins, wir haben auch ein Profilsystem entwickelt. Wenn man also hier ist das Profil, dann sieht man gleich, das haben wir jetzt ein bisschen falsch programmiert, deshalb kommt man auf Talebs Profil. Aber hier sieht man so das Profil. Das heißt, wie in WhatsApp ein Profilbild. Das übrigens, habe ich bemerkt, sich so schön dreht, wenn man draufkommt. Weiß nicht, ob das jetzt noch ein Ding ist, anscheinend doch, ja, ist es. wo man sich selbst ein Bild hochladen kann, beziehungsweise wenn man Wert auf seinen Datenschutz legt, kann man auch einfach nichts hochladen, dann kriegt man das Default-Icon, einfach das Logo der App. Der Name, wo man auch einen Nickname eingeben kann und einen Status in Form von einem Sound. Und dann hier unten, das ist vielleicht noch ein bisschen was Erklärbares, die Achievements. Man würde sich wahrscheinlich denken, das ist ein Messenger. Was machen Achievements hier? Wir spielen kein Videospiel. Nun ja, diese Idee hatte auch die liebe Lisa. Sie, so unter dem Motto, nun ja, wenn jemand auf einer Veranstaltung ist, zum Beispiel Jugendhackt, und dort wäre es aufgesetzt, dass irgendwie der Betreiber oder irgendwer ein Achievement ausgibt an alle, die dort waren. Wir haben uns dann überlegt, wenn man draufklicken würde, dass man dann auch das Datum sehen könnte und vielleicht eine Beschreibung vom Event, was ich eigentlich auch eine coole Idee finde, weil da kann man so sehen, aha, die interessiert sich für Programmieren. Das ist ja auch interessant. Vielleicht, dass man dann Freunde damit auch findet, wenn Leute, die im selben Bezirk wohnen, vielleicht sich auf den Geräten sehen. Ja. Und dann sollte auch noch mal erwähnen, unsere wunderbaren Betreuer, die sich so tatkräftig um uns gekümmert haben und immer bei Fragen zur Seite gestanden sind. Wir hätten es nicht ohne euch geschafft. Danke. Gestern wurde dann auch noch gefragt, ob ich einen schönen Schlusssatz ausdenke. Und da habe ich mir ein kleines Wortspiel ausgedacht, wo ich auch wirklich daran glaube, weil, und zwar sounds nett, sounds wirklich nett.